Hallo meine Lieben, da bin ich mal wieder zu einem Video und zwar zu einem Basteln mit mir Video. Ich habe gerade, ich kann nicht schlafen und ich dachte mir, ich schmeiße die Kamera an und bastel ein bisschen mit euch. Und zwar geht es um das Thema Perlenengel. Perlenengel machen aus selbstgemachten Perlen. Ich habe mir ja die Molds von Doreen Beats bestellt und habe halt die auch schon getestet. Ich wollte sie eigentlich mit euch testen, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen und ich fand die Perlen so cool, dass ich gesagt habe, daraus muss ich Engel machen. Und ich habe ja drei verschiedene Perlengrößen genommen. Und zwar einmal hier diese Perlen, diese Vierecke sind die quasi. Ich von meinen anderen. Den hier. Das sind dann. Ich weiß nicht, ob das Licht hier so arg blendet. Keine Ahnung. Das sind diese hier. Einmal die große und einmal die kleine. Dann habe ich noch diese hier. Da ist aber nur die untere Perle selbst gemacht, weil ich die kleine nicht habe und ich fand die so ganz schön süß. Und es sind dann diese Perlen hier. Und von dem einen habe ich den Engel nicht mehr, weil den hat mir schon jemand gemopst. Aber die Perlen kann ich euch zeigen. Das wird ein außergewöhnlicher Perlenengel, aber ich find ihn richtig schön. Das sind aber auch keine Großlochperlen, das sind ganz normale Perlen, denke ich. Und dann möchte ich noch die ganz normalen Perlen nehmen, wo ich dann diese Schutzengel draus mache. Ganz normale und dann noch welche mit dem Flügel dran. Also zwei verschiedene Variationen. Dazu braucht ihr Kettelstifte, Schlüsselringe, Flügel, Charms, Glöckchen und was ihr sonst noch dazu braucht. Und verschiedene Perlenkappen. Ich muss gerade noch mal andere holen, weil für die anderen Kugel brauche ich etwas größere. Und dann nehme ich meistens die. Ja. Fangen wir an. Ich werde jetzt erstmal mit euch jeweils immer die Engel zusammenbauen, obwohl das vom Prinzip her immer dasselbe ist. Also fangen wir mal mit dem stinknormalen Perlenengel an. Da brauche ich nur die. Dann nehmt ihr euch einen Lidstift. Oh, natürlich. Einen brauchen wir noch. Und dann nehmt ihr die Perle. Ich nehme immer die Perle, die wo nicht komplett voll ist, mache ich immer nach unten. Dann sieht man das nicht. Dann. Kommt ein Engelsflügel drauf. Dann kommt das, was die Perle nicht ordentlich ist, nach oben. Dann kommt noch ein anderer Perlenkappe da oben drauf. Dann sieht man das alles nicht. Dann braucht ihr eine Zange. Ich habe jetzt die Kettelstifte zu groß gewählt, ist nicht schlimm. Euren Zahn braucht ihr natürlich auch. Und dann legt ihr euch das so. Ich bin nicht perfekt in Ösen biegen. Und dann habt ihr schon mal einen Engel. Das gleiche mache ich jetzt nochmal mit dem anderen Engel. Weil ich will ja zwei machen. So.
haben wir den auch schon fertig. Da habe ich mir auch schon den passenden Flügel rausgesucht. So, dann machen wir den hier. Da braucht ihr auch eine Perlenkappe. Eine kleine. Dann setzt ihr auch immer, ich setze immer halt das, was nicht so schön geworden ist, nach unten. So, dann setzt ihr euch ein Flügel drauf. Dann die Perle drauf. Dann nochmal eine Perlenkappe. Macht eine Öse. Das ist eigentlich komplett immer dasselbe. So, dann habt ihr den Perlenengel. Dann braucht ihr wieder eine Perlenkappe. Dann wieder eine, diesmal diese viereckigen. Wieder ein Flügel. Dann wieder die Perle. Dann wieder eine Perlenkappe. Bam. Ich weiß nicht, die gefällt mir da drauf nicht so. Die dann. Nee. Ich habe keine kleineren. Naja, was sind die? Dann sieht so aus wie ein Heiligenschein. Dann Stift wieder kürzen. Und die Dinger fliegen dann immer irgendwo hin. Dann, wenn man aufräumt, findet man sie. So, dann habt ihr diesen Engel. Dann braucht ihr wieder ein. Ich weiß nicht, ob ich dafür so einen nehme. Muss ich mal gucken. So. Nein, das ist zu klein. Die geht. Auch nicht. Probieren wir mal die größere. Ja, die ist schon besser. Aber die brauchen wir dann noch. Dann nehmt ihr wieder einen Flügel, die Perle und die kleine Perlenkappe. Und macht euch auch wieder eine Öse. So, und das ist der, ich sag immer, ich habe gesagt, das ist ein Perlenengel, der hat einfach nur zu viel gegessen. Aber ich finde ihn trotzdem irgendwie süß. Also das sind jetzt dann die fünf Perlenengel, beziehungsweise die sind ja gleich, aber drei Versionen jetzt davon, also fünf, aber vier verschiedene. Und ja, mit welchem fangen wir an? Das ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. Ich mache nur schnell mal das weg, weil, wie ich mich kenne, schmeiße ich dann alles um. Ich benutze Schlüsselringe, 5 Stück, Spaltringe, und die stelle ich mir mal kurz
Hoppala. So, dann nehme ich meistens immer die 0,3 mm und nehme 3 Stück pro Enge. Nehme meine meine Zange, das ist so eine extra für Spaltringe. Macht da 3. Aber ich glaube, bei denen muss ich ein größeres als drittes nehmen, weil die der Schlüsselring breiter ist. So. Dann habe ich jetzt hier so die 3 aneinander. Dann nehme ich mir das untere. Und nehme mir den Perlenengel. So, hab dann hier, kann dann meinen Schlüsselring nehmen. Und hab dann quasi meinen Perlenengel am Schlüsselring dran. Ihr könnt aber auch so Teile nehmen. Moment. Wo habe ich sie denn? Diese Teile hier. Aber ja, die finde ich mit Spaltring immer ein bisschen schwer. Dann mache ich immer noch ein Engel dran und ein Charmed. Muss ich auch die großen nehmen, weil sonst kriege ich das ja nicht durch. So, mach hier. So. Dann mache ich hier meinen Charm. Das ist so ein Herz mit Flügeln. Sieht man das? Ja. Und eine Glocke. So, komm. So. So, und das ist dann meist ein fertiger Anhänger. Und das mache ich quasi mit den hier auch. Die mache ich dann gleich ohne euch fertig. Zeige euch dann, wie das aussieht. Und jetzt machen wir noch den mit dem Flügel. Dann machen wir auch 2 von denen. Machen den hier fest. Dann nehmen wir noch einen großen. Die sind 0,6 mm. Oder ja, Millimeter. So. Der ist dann so. Der kommt dann auch hier an den Schlüsselring. So. Und dazu braucht ihr eine Gliederkette, die 5, 7 Glieder hat.
Und da macht ihr jeweils oben und unten einen Spaltring dran. Dann nehmt ihr bei dem einen euren Flügel. Ich hoffe, das hat alles fokussiert. Und macht den hier fest. Dann nehmt ihr den anderen. Und den macht ihr dann hier bei der anderen Seite fest. Dann kommt der hier an den bei den Spaltringen kann man sich echt die Finger kaputt machen. Das ist echt, ja, dann sieht es schon mal so aus, aber das ist jetzt so noch ein bisschen nackig. Dann mache ich ein Glöckchen. Und zwar bei der zweiten Gliederung. Also hier 1, 2 hier. Na komm. Das ist immer eine Futzelarbeit. Dreht es mir fest. Und dann noch ein Laufcharm bei der vierten Gliederung. So. Und dann geht ihr einfach von hier 1, 2, dann gesagt bei der vierten Gliederung rein. Macht euch das fest. Und so habt ihr dann euren Schutzengel mit einem Love Charm Glöckchen und ja, ist jetzt blöd, weil es dunkel ist, aber ich glaube, man kann es erkennen. Das ist eine Variation, wie gesagt, das ist eine und die anderen mache ich quasi genauso wie die erste Variation. Geht ja ganz einfach. Ja, mache ich noch einen mit euch, dass ihr das nochmal seht. Ihr könnt natürlich auch Perlen dran machen oder noch Charmed oder wie auch immer. So. Dann kommt es jetzt auch wieder. Hier einen großen Schlüsselanhänger. Ihr könnt jetzt auch zum Beispiel noch, mache ich auch mal ab und zu gerne, so ein Charm noch dran. Und ein Glöckchen. Moment. Hier noch ein Glöckchen, dann macht ihr das wieder auf, obwohl ich glaube, und bei dem werde ich noch ein
zweiten Spaltring dran machen. Dann hängt es nicht so weit oben. So. Na komm. Hallo. Jetzt. Und dann habt ihr quasi diese Version. Ja. Ich werde jetzt die anderen zwei auch noch fertig machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt zeige ich euch die fertigen noch. Also das ist quasi jetzt der mit dem Bauch. Der hat den Charm dran bekommen. Und ich möchte halt, dass immer die Engel halt alle unterschiedliche Charms haben. Also die alle mit dem Bauch kriegen den Charm. Die normalen Perlen kriegen, wie gesagt, den mit den Flügeln. Ja. Dann der mit dem Flügel kriegt den das Love Charm. Der Love Charm, der, die, das Charmed. So. Dann, ach, der hat ja auch den, na gut, der hat auch den Charm. Mal gucken, ob ich da noch ein anderer Charm dran mache. Und dann der hier hat, wie gesagt, den, ja, das sind jetzt die fünf Arten von Perlenengel. Ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!